Es geht vor allem um Reflexion. Also Hip-Hop war schon immer darauf ausgelegt, auch Dinge beim Namen zu nennen. Findest du, dass sich Hip-Hop in Deutschland verändert hat? Hip-Hop ist ja immer ein Sprachrohr. Und zu der damaligen Zeit, als wir angefangen haben, Hip-Hop zu machen, hat das ja kaum einer gemacht. Das sozusagen, in Deutschland? Ja, es war ja sozusagen wie eine Kultur- oder Jugendbewegung, die gerade am Entstehen war. Und oft spricht man dann von dieser Zeit rückwirkend als die Golden Era. Weil im Prinzip es ja auch nicht um den Mainstream ging oder damit reich zu werden oder in die Charts zu kommen. Das war so fern und irrelevant. Es ging darum, Spaß zu haben. Es ging darum, kreativ zu sein. Es ging um Respekt. Es ging um Offenheit. Und Hip-Hop war und ist aber auch immer noch das Sprachrohr auch von sozialen Unterschichten oder sozialen Brennpunkten. Ich meine, Advanced Chemistry damals haben einen Song gemacht, der hieß Fremd im eigenen Land, wie es ist, halb zu sein. Das bin ich ja auch, das hat mich sehr angesprochen. Und das ist ja auch... Marokkaner bist du. Ja, genau, mein Vater ist Marokkaner. Und damit konnte ich mich identifizieren. Es war gesellschaftskritisch, es war politisch, aber es war auch coole Rapmusik. Mittlerweile ist es ja auch so, oder das, was vor 10 Jahren hochkam, auch jetzt mit Agro Berlin, Bushido und so weiter, hat ja wiederum eine komplett neue Klientel für den Hip-Hop erschlossen. Das heißt, so ein Typ zum Beispiel jetzt wie Bushido, als Beispiel, als er seine ersten Sachen rausgebracht hat, der sah aus wie jetzt, sage ich mal, ein Ausländer, und die Leute identifizieren sich, eine ganze Jugend, die vorher vielleicht zu unserer Zeit eher Snoop Dogg gehört haben und weniger deutschen Hip-Hop, weil sie sich vielleicht nicht mit Jan Eisfeld optisch identifizieren konnten, völlig wertfrei, hatten jetzt auf einmal auch mit Azad oder mit Savage, der, sage ich mal, auch dann aus Berlin, der Berlin praktisch auf die Hip-Hop-Mappe gebracht hat, obwohl es vorher natürlich auch Specialist gab oder KMC und so weiter, aber jetzt deutschlandweit. Das, ne? Ist ja auch, finde ich, die stehen ja auch eher, finde ich, in der Tradition dieses amerikanischen Ghetto-Styles. Ja, weil es natürlich hier, ein Ghetto ist ja auch eher eine Metapher und so, und das ist ja eigentlich eher ein Ort, wo man nicht rauskommt. Das ist ja ein Ghetto. Aber ich finde die Inhalte, über wie sie rappen und so. Ja, weil Hip-Hop verkauft oder hat sich auch immer verkauft, kommerziell, wenn man natürlich auch über diese negativen Sachen rappt, über das, was die Gesellschaft vielleicht nicht hören will, und vor allem auch, wie die Leute sich ausdrücken, wenn man auf der Straße so redet. Warum soll ich dann in meinen Raps auf einmal den Intellektuellen raushängen lassen, wenn ich das vielleicht auch gar nicht kann? Das ist vielleicht vulgär, das ist vielleicht obszön. Wobei die auch immer sagen, sie sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie sie rappen, ne? Ja, aber das ist ja auch eine riesen Schauspielerei. Viele von den Leuten sind ja auch sehr, sehr bodenständig und haben ja auch normale Werte und sagt hier, versucht nicht in den Knast zu kommen und so weiter. Aber erzähl das mal dem 15-jährigen Türken oder Araber, der irgendwie Neukölln aufgewachsen ist und der vielleicht nicht so viele Chancen hat wie seine deutschen Kollegen aus Zehlendorf. Und wenn dann ein Älterer kommt, der hat eine fette Karre, ein BMW, was auch vorgelebt wird, dann will ich das auch haben. Wenn ich vorher nichts hatte und ich habe auf einmal was, dann will ich das den Leuten auch zeigen. Das ist auch eine andere Mentalität, und man darf auch nicht, sag ich mal, Gangster-Rap in Anführungsstrichen oder Straßenrap alle in einen Topf werfen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Unterschiede, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Leute, die wirklich ernsthafte poetische Texte haben. Aber Hip-Hop lebt aber auch eben durch diese Aggressivität, die jahrelang auch in Deutschland unterrepräsentiert war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das halt nach außen kommt. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen anders. Die Leute sind auch müde davon, die ganze Zeit zu hören, wie scheiße die Welt ist. Mein Leben ist ein Freestyle, der improvisierte Moment. Holt dich der Alltag ein, ist es besser, du rennst. Bekommst im Leben nichts geschenkt. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich bin ein MC, ein Meister der Zeremonie. Ich liebe das Leben, ich liebe die Musik. Ich sauge alles auf, pure Euphorie. Denn jeder Augenblick gibt dir neue Energie. Mittlerweile ist es auch so, dass Leute wieder Bock haben, auch die jungen Leute, auf den Hip-Hop, der ein bisschen eine positivere Message rüberbringt. Die jungen Leute, die das über YouTube mitbekommen, die alten Sachen hören und das auf einmal feiern. Es ist viel offener geworden und geht nicht nur mal jeder gegen jeden, sondern es geht eher darum, sag ich mal, auch ein positives Statement zu setzen. Jetzt nochmal auf dieses Battlen und so weiter zurückzukommen, das ist ja auch, da hattest du ja auch Sachen, die habe ich mir angehört, da dachte ich auch so, uiuiui, da wird ja echt was extrem öffentlich auch ausgetragen. Denkst du eigentlich, dass das vielleicht jetzt auch
für dich ein Einfluss ist, dass du jetzt auch so offen über dich und dein Leben reden kannst? Also Hip-Hop war schon immer darauf ausgelegt, konkrete Sachen auch zu beschreiben, weil man ja vom Textmaß mehr Zeilen zur Verfügung hat oder auch benutzt, als jetzt zum Beispiel ein Schlagersänger. Die Texte sind viel komplexer, weil es viel mehr Wörter gibt und viel mehr Sätze. Battle kommt ursprünglich aus diesem Konkurrenzgedanken heraus. Ich greife jemanden verbal an, aber nicht physisch. Wir tragen das verbal aus. Ja. Und in diesem Augenblick, wenn mich einer beim Battle fertig gemacht hat, habe ich mich geärgert, aber eine Woche später komme ich zurück und habe mich wieder verbessert. Es ist konstruktiv. Leute verwechseln das oft, dass sie Sachen auch persönlich meinen. Das finde ich nicht so gut. Für mich ist das Entertainment. Aber im Prinzip ist es so, dass Hip-Hop immer schon durch die Reflexion auch gelebt hat, dass man sich auch verändert. Und das in den Texten zu thematisieren, finde ich eigentlich eher positiv. Wobei sich damals ja, als du bei Viva warst, viele auch über dich geärgert haben und dich echt angegriffen haben. Ja, das liegt vor allem daran, dass ich mich selber nicht so ernst genommen habe und dadurch die Leute fälschlicherweise dachten, ich würde Hip-Hop nicht ernst nehmen. Im Prinzip eigentlich bin ich von Dingen ausgegangen, ich nehme mich selber nicht so ernst, ich sehe das locker. Aber andere sehen das halt nicht eben so locker. Dafür habe ich Kritik eingesteckt, aber auch Lob bekommen. So, du hast jetzt also, du bist im Zug unterwegs nach wie vor und kannst du dir eigentlich auch vorstellen, mal so im Hotel zu wohnen? Also wie zum Beispiel Udo Lindenberg. Das ist ja auch eine finanzielle Frage oder so. Also ich sag mal so, ich könnte es mir jetzt finanziell wieder leisten, eine Wohnung und die Bankart 100 zu haben. Hättest du keine Lieblingsstadt in Deutschland? Also ich mag Berlin auch sehr, aber ich mag Berlin nicht, wenn ich jetzt hier nicht eine Aufgabe habe, die ich jeden Tag machen kann. Einfach nur in Berlin zu leben, um zu sagen, ich bin in Berlin, die Stadt braucht dich nicht und so. Es ist auch gut, wenn man das manchmal erkennt, weil man dann selber aus der Hüfte oder aus dem Knick kommen muss. Ne? Aber im Hotel zu wohnen, kommt drauf an, welches Hotel? Bist du schon? Atlantik, gleich ja, neben da, Udo. Ja, da, Atlantik, gleich neben Udo. Und mit so einer ICE-Schiebetür bei mir. Und so einem Schaffner-Schlafanzug. Ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht. Na dann wünsche ich dir weiterhin gute Fahrt. Ja, danke schön. Das war kein Vandalismus, keine Zerstörung, sondern es geht wirklich um Kunst.